Die beiden Teams treffen jetzt hier aufeinander und es erwartet uns, denke ich, ein wirklicher Leckerbissen, denn hier geht es um einiges. Auch wenn im Vorfeld der Coach der Heidelberger sagte, das hier ist kein Schlüsselspiel, das ist einfach irgend so ein Spiel. Es gibt genug Spiele, hat er ja auch nicht so unrecht, es gibt genug Spiele noch in dieser Saison. Nichtsdestotrotz ist das ein direktes Duell um einen Playoff-Platz. Zwei Punkte trennen die Trierer und die Heidelberger. Heidelberg auf Platz 7, Trier auf Platz 9. Also für die Gladiators Triers wäre das heute die Chance, sich auf einen Playoff-Platz vorzuschieben bei einem Sieg. Im Hinspiel gab es eine empfindliche 2-Punkte-Niederlage in Heidelberg für die Gladiators Trier. Das heißt, es wäre auch nicht allzu schlecht, wenn die Trierer hier heute mit mehr als 2 Punkten gewinnen würden, um sich gegebenenfalls den direkten Vergleich gegen Heidelberg zu sichern. So, wir sind mittendrin im ersten Viertel. Missverständnis zwischen Justin Raffington und Brandon Spearman. Auf wen müssen wir achten? Auf Trierer Seite? Auf jeden Fall auf Spearman, natürlich auf Alekpe mit der 18, Spearman mit der 32 und auf Dwayne Adams. Die drei US-Boys sind die Topscorer im Trier Team. Alekpe erst vor einigen Wochen an die Mosel gewechselt und zur großen Begeisterung der Trierer Fans wurde der ursprünglich heute auslaufende Vertrag bis zum Saisonende verlängert. Und seit Alekpe da ist, ist im Trierer Spiel mehr Ordnung. Es ist ein anderes Team, da die Leute auf der kleinen Position deutlich entlastet sind durch Alekpes Anwesenheit. Aber auch auf Raffington muss man achten, der nach langer Verletzung seit einigen Spielen wieder dabei ist und hier auch direkt punktet für Trier. Die Trierer mit 2:0 in Front bringt die Nummer 22, Justin Raffington, ein deutscher Spieler. Auf Kevin Smith, die Nummer 3. Der richtig aufblüht, seit Alekpe an Bord ist. Seitdem spielt er in jedem Spiel besser mit. Aber wir sind auch gespannt auf das Comeback von Simon Schmidt. Es gab schon kurze Einsätze, einen kurzen Einsatz beim Auswärtsspiel letzte Woche in Vechta, wo die Trainer eine in der Höhe zu deutliche Niederlage kassiert haben, aber trotzdem am Ende chancenlos waren. Und heute Simon Schmidt, der von Bayreuth gekommene Aufbauspieler, der die ganze Saison verletzt war mit einer Schambeinentzündung. Heute mit seinem ersten Heimspiel. Da sind wir auch gespannt. Aber im Moment ist er noch auf der Bank. So, Heidelberg versucht auszugleichen. Schuttblock war abgelaufen, aber Trier mit dem Rebound. Deswegen lief das Spiel weiter. Foul gegen Heidelberg. Gegen Kovacevic. Kovacevic, der auch erst vor kurzem zu den Heidelberger gestoßen ist. Ein 30-jähriger Shooting Guard mit BBL-Erfahrung, also Erstliga-Erfahrung. Spielte 2013 bis 2014 für den mitteldeutschen BC. Evans im Aufbau, Raffington. Spearman mit dem Dreier, erfolglos. Und Heidelberg mit dem Fastbreak und dem Ausgleich. Schon abgeschlossen von Albert Kuppe. Schmidt versucht sich zum Korb durchzudanken, legt ab auf Raffington. Evans mit dem Dreier. Trifft und Trier führt mit 3. Also ich bin sicher, das wird hier heute wieder ein Spiel aufbiegen und brechen. Wie gesagt, es geht für beide Teams um einiges. Und wir hatten ja in der letzten Zeit in der Arena richtig spannende Spiele. Das ist das 4. Heimspiel im Januar für die jungen Trier Gladiatoren. 3 Heimspiele konnten gewonnen werden und wie gesagt, letzte Woche die Niederlage in Vechta. Reicht es heute zum 4. Heimsieg im Januar? Fragezeichen. So, Foul gegen Heidelberg. Gegen Wiedemann. An der Stelle hier begrüße ich natürlich auch die Heidelberger Zuschauer, Heidelberger Fans, die bei Sport Deutschland TV oder im Web-TV von OK54 dabei sind. Wie immer sage ich,
sehen Sie mir die etwas rosa-rote, schrägstrich grüne Gladiatorenbrille nach. So, Heidelberg schiebt sich näher ran. 7:4 Führung für Trier. 6:40 im ersten Viertel noch zu spielen. Schmidt sucht Evans, findet ihn auch. Welfingen mit dem Rebound nach dem verlegten Vorblicker von Evans. Und Foul gegen Heidelberg. Gegen Kuhn. Und ich denke, es wird zwei Freiwürfe für Trier geben. Da die Aktion oder das Foul in der Wurfaktion war, Raffington wollte gerade hoch den Ball im Korb versenken. Dabei wurde er gefoult, deswegen steht er nun an der Freiwurflinie. In den Spielen, seitdem er wieder an Bord ist nach seiner langen Verletzung, eigentlich ein recht solider Freiwurfschütze. Was, ich muss es leider sagen, nicht für jeden Trierer Spieler gilt. Das ist so eine Schwäche, die sich wie ein roter Faden durch die Saison zieht. Die Freiwürfe der Trierer. Ich hoffe, Raffington lässt sich nicht zu sehr anstecken davon. Der erste war nix. Auch der zweite geht daneben, aber Raffington holt seinen Rebound. Rutscht wohl aus, mit dem Balance aus, deswegen wird es Einwurf für Heidelberg geben. Ein bisschen unglücklich die Aktion. Das war nicht unbedingt sein Moment of Glory. Zwei Freiwürfe verschossen und dann die etwas unglückliche Aktion, als er mit dem Balance ausrutschte. Sei es drum, weiter geht's. So, kurz der Hinweis. Wenn Sie Fragen haben, Kritik, Anregung und uns irgendwas mitteilen wollen, das können Sie interaktiv, wie man neudeutsch sagt, über Hashtag OK54 bei Twitter. Hashtag OK54 bei Twitter. Gegebenenfalls reagieren wir hier von dieser Stelle auch, aber wir werden nicht zurückschimpfen, so viel ist sicher. So, weiter geht's mit dem Spiel. Raffington mit dem Mitteldistanzschlamper. Er rollt unglücklich raus und Heidelberg mit der Chance, die Führung zu übernehmen. Verlegter Korbleger von Kovacevic. Er legt auf dem Weg zum Korb, schön durchgetankt gegen drei Mann. 9:6. 3 Punkte Führung für Trier. Oh, das war etwas unglücklich, die Aktion. Ein deutlicher Schrittfehler von Wiedemann. Wiedemann. Da wollte er wohl schießen, hat sich seine Luft anders überlegt, ist mit dem Ball in der Hand wieder gelandet. Logische Konsequenz. Schrittfehler, Pfiff der Schiedsrichter. Ballbesitz Trier. Mit dem Angriff. Spearman. Spielt raus auf Evans. Evans auf dem Weg zum Korb. Verwandelt den Korbleger, wird gefoult. Bonusfreiwurf. Schöne Aktion von Dwayne Evans, einem der Trierer Topscorer. Zweitbester Korbschütze der Trierer mit einem Punkteschnitt von 15,2 pro Spiel. 2,1 Assist und 8,3 Rebounds, um die Statistik noch vollständig zu machen. Evans jetzt mit der Chance, die Führung auf 6 Punkte zu erhöhen. Evans verwandelt. 6 Punkte Führung für Trier. Heidelberg über Lipson. Schönes Pick and Roll, schön gespielt von Heidelberg. Schöne Passkombination. Das
Die endete dann beim Christian Kuhn, der wurde gefoult beim Korbwurf, den er trotzdem reingemacht hat. Deswegen der Bonusfreiwurf. Kuhn verwandelt. Heidelberg verkürzt auf 3. Er legt eine schöne Lobpass auf Evans. Schön gespielt. Evans im Posting ab. Toller Lobpass von Erlegte. Dreierversuch von White. Ball im Aus. Vier Ballbesitz. 3:53 im ersten Viertel. Noch zu spielen. Leichte Vorteile für die Gladiators aus Trier. Gegen die Academics aus Heidelberg. Also man kann formulieren, hier prallt Muskelkraft der Gladiatoren auf die intellektuellen Fähigkeiten der Academics. Im Moment dominiert die Muskelkraft, also die Gladiators mit 7 vorne. Schöne Aktion von Smith, der wie gesagt immer stärker wird, seit Eilig bei seiner Seite ist, der Oldenburger Junge. Also Smith, der Oldenburger Junge, nicht Eilig, der ist Amerikaner. Ganz interessanter Bursche, spielt er auch für Göttingen in der BBL, auch im Europapokal. Ist dann zurückgekehrt nach Amerika, um seinen Master zu machen. Hat sich an seinem alten College 1,5 Jahre nur mit Training bei seinem alten Team fit gehalten. Ja, und landete dann im Januar in Trier. Und ist hier eingeschlagen wie eine Bombe. Seite ist Topscorer der Mannschaft. Mit 15,5 Punkten. Und ein echter Leader. Eine absolute Verstärkung für die jungen Gladiatoren aus Trier. Das sieht man auch hier. Er ist der Chef auf dem Feld. Er sagt, wo es lang geht. Das macht schon Spaß, den Burschen ab und zu zuzusehen. So, White verwandelt seinen ersten Freiwurf. Und bringt den mit dem zweiten verwandelten Freiwurf sein Team auf 5 Punkte ran. Also die Heidelberger lassen sie nicht abschütteln hier im ersten Viertel. Das war aber auch nicht anders zu erwarten. Kilian Dietz mit der 8 auf dem Feld. Unglücklicher Pass. Da wollte er sich zum Korb durchtanken, bricht ab. Versucht rauszulegen. Naja, vorbei ist es, Heidelberg im Angriff. Ball läuft gut bei Heidelberg. White auf dem Weg zum Korb. Schöne Aktion von White. 2 Punkte für sein Team. White mit 4 Punkten bisher. Topscorer auf Heidelberger Seite im Moment. Kuhn mit 7. Bei Trier. Evans mit 8. Er legt mit dem Dreier. Verfehlt. Und Heidelberg ist wieder ganz nah dran. Ein Punkt Rückstand für die Academics. So, für Trier. Mit der 24 auch der junge Sebastian Herrera auf dem Feld, chilenischer A2-Nationalspieler, ein Riesentalent, gerade erst 18 geworden. Und da erlegt mit einer schönen Aktion, ein Drive zum Korb, leichter Fadeaway-Jumper auf einem Bein. White passt raus,
auf Kupp. Kupp, der verwandelt sein Dreier. Albert Kuppe, 27-jähriger Flügelspieler. 9,6 Punkte im Schnitt, 3,8 Rebounds. 39,8, also fast 40% Dreierquote in der Saison. Das ist sehr ordentlich. So, wir haben eine Auszeit. Ich weiß nicht, ob wir jetzt irgendwo reinhören bei einem der Teams. So, reinsehen tun wir schon, hören tun wir noch nichts. Na, da muss ich noch ein bisschen was erzählen. Da haben wir Marco van den Berg, den Trierer Trainer, auch schon in der BBL aktiv. Bei Bayreuth war auch mal holländischer Nationaltrainer. In den letzten Jahren. In den letzten Jahren war er in der Jugendförderung in Holland aktiv. Also genau der richtige Mann, um hier aus den jungen Gladiatoren eine schlagkräftige Truppe zu formen. So, Euphorie sieht anders aus. Ja, klar, wir haben ein ausgeglichenes Spiel hier. 18:18, 1:31 noch zu spielen. So, Trier mit Herrera. Schöne Aktion. Da hat wohl noch ein bisschen Glück mitgeholfen. Und White mit dem Zweier. Starkes Spiel von White auch bisher. 6 Punkte auf dem Konto in diesem ersten Viertel. Bei Trier jetzt auch John Jack Eccleston mit der 23 auf dem Feld, der 2014, 2015 in Heidelberg spielte. Also ein alter Bekannter. Wurde auch erst in der Saison nachverpflichtet von den Trierern. War zuvor in der Tschechoslowakei. Aber nach der Trennung von Eric Anderson haben die Trierer reagiert. Und John, Anführungsstriche Jack, das ist ein Spitzname, Eggleston verpflichtet. So, Spearman kommt für Smith auf Trierer-Seite. Heidberg mit dem Einwurf an der Grundlinie. Mit Smithson, dem absoluten Kopf der Truppe. Schön zum Korb durchgetankt. Brian Smithson, 30 Jahre, ein Point Guard. Seit 2013 in Deutschland. Hat vorher in der Pro A bei den Kirch am Knights gespielt. Und in 19 Spielen bisher für die Heidelberger ein Schnitt von 11,8 Punkten, 4,5 Assists und 3,1 Rebounds hingelegt. So, bei Trier kommt für Evans Benedikt Breiling. Zwei Meter groß, Benedikt Breiling. Wenn er Lauf hat, ein starker Dreierschütze. Aber Moment, mitten mit dem Bonusfreiwurf zu Heidelberg, verwandelt ihn. Und Simon Schmitz ist auf dem Feld. Auf der 1, der lang verletzte und lang herbeigesehnte Point Guard aus Bayreuth. Schöne Rettungsaktion von Breiling nach dem Torwarttraining von Schmitz, anders kann man den Pass nicht bezeichnen. Und der Dreier. So, das war eine starke Aktion. Die Rettungsaktion von Breiling zu Herrera. Und was macht der? Der schießt einfach rein, der junge Bengel.
So einfach geht's. So, zurück zu Simon Schmitz. Wie gesagt, er war die ganze Saison verletzt mit einer Schambeinentzündung. Schon vor der Saison war er auch schon verletzt. Kam nach Trier, um wieder Anschluss zu finden in Bayreuth. In der BBL als Aufbauspieler aktiv gewesen. So, und seit letztem Spiel wieder mit an Bord. Und da können wir mit Sicherheit einiges erwarten. Watch the shooters. I got many German shooters in the field. Okay? Many German shooters. So, da haben wir mal reingehört. Also in erster Linie hat Coach Branislav Ignatovic, Frankie Ignatovic, wie er in Heidelberg genannt wird, vor den Schützen der Trierer gewarnt. Ja gut, er hat auch kurz nach dem Dreier eben sozusagen mit der Schlusssirene von Herrera. Das war das richtige Sahnehäubchen zum Ende des ersten Viertels. 23-23. Der Spielstand. Ich habe das Scouting vor mir liegen. Die Trainer bei den Dreiern mit 33%, bei den Zweiern mit ordentlichen 3 und sehr ordentlichen 73%. Das ist mehr als sehr ordentlich. White bei Heidelberg. Heidelberg jetzt mit Würzner. So, der Ball rollt auf die Brettoberkante, das heißt, der ist aus. Es wird einen Wurf für Trier geben. So, bei Heidelberg. Die Zweierquote 62%, ist auch gut. Die Dreierquote bei 33%, genau wie bei Trier. Also die beiden, da schenken sie sich nichts bei der Dreierquote. So. Viel mehr will ich jetzt gar nicht verkünden. Offensivfolg gegen Herrera von Trier. Bei der kleinen Rammelei hier. Ja, man muss mal oben erwähnen, dass trotz des Handballfinales heute doch viele Zuschauer den Weg in die Arena gefunden haben. Die offizielle Zahl habe ich noch nicht, werde ich aber nachreichen. White tankt sich durch unterm Korb, starke Aktion. Also White nimmt das hier immer mehr in die Hand. 8 Punkte für ihn jetzt. Topscorer auf Heidelberger Seite. Hier mit Breiling, Herrera. Schmitz im Aufbau. 10 Sekunden auf der Shotclock. Eggleston mit dem Zweier, das war nix. Rebound bei Heidelberg. Und Heidelberg über Kovacevic. Würzner auf dem Weg zum Korb. Gestoppt von Breiling mit einem Foul. Ja, und jetzt kriegt Benedikt Breiling hier über die sozialen Medien, über Twitter von Forsberg bei Twitter ein Lob. Die Rettungsaktion eben war definitiv der Assist des Tages. Na gut, der Tag ist noch lang, das Spiel ist noch lang, aber bisher würde ich das auch so unterschreiben. Die Rettungsaktion eben am Ende des ersten Viertels, die zum Dreier von Herrera führte. Aber jetzt eben Herrera mit einem Block, sieht man auch nicht alle Tage, so groß ist der auch nicht. Einwurf für Trier. Mit Schmitz, Herrera. Foul gegen Kuppe. Und Kuppe geht auf die Bank. Für ihn kommt Brian Smith zurück ins Spiel. Also der Kopf ist wieder da auf Heidelberger Seite. Was nicht heißt, dass sie eben vorher kopflos gespielt haben, um Gottes Willen. Aber jetzt halt der Leader und Anführer des Teams. Schmitz mit dem Dreierversuch. Eggleston mit dem unglücklichen Tipp beim Rebound.
Ball bei Heidelberg. Ein bisschen im Aufbau. Kovacevic gegen Schmitz. Foulpfiff gegen Schmitz. Naja, da war eine leichte Berührung da, aber. Na gut, aber ich habe ich ganz vergessen eben, weil das Maskottchen mich am Anfang so abgelenkt hat. Die Offiziellen heute, die Schiedsrichter. Das sind die Herren Lenin, Schupke und Jelinic. Und der technische Kommissar des Verbandes ist Walter Bautzer. Weiteres Foul gegen Trier. Also der technische Kommissar des Verbandes sehen Sie nicht auf dem Feld. Er sitzt hier am Kampfgericht. Sozusagen der Oberschiedsrichter, der Oberwächter hier, der Kommissar. So, Freiwürfe für Heidelberg. Heidelberg mit 2 Punkten in Front. Und Rockmann. Macht den ersten. Und Rockmann mit dem zweiten. Max Rockmann beim letzten Spiel bei der Heimniederlage der Heidelberger. Da gab es, wie gesagt, 83-91 Heimniederlage gegen Nürnberg. Rockmann mit 15 Punkten, der erfolgreichste Heidelberger Schütze. Freiling mit dem Dreier nach der Täuschung. Das war eine Fahrkarte. Da war eine Menge Luft zwischen Ball und Korb. Heidelberg mit dem Fastbreak. Abgebrochen, der wäre fast noch mit Glück reingerollt. Herrera auf dem Weg zum Korb, legt aber auf Eggelsen, der war ein bisschen verdutzt. Wäre ja auch gewesen, also da hätte Herrera besser selber abgeschlossen, als den Ball dem 20 cm hinter ihm stehenden Eggelsen um die Ohren zu werfen. So, Herrera sucht den Mann, Schmitz mit dem freien Dreier. Das war nix. Nächster Airball bei Trier. Also jetzt sollte man sich auf Trierer Seite ein bisschen konzentrieren bei den Würfen. Gut, dass Schmitz natürlich noch Spielpraxis fehlt, ist ganz klar. Da kann man nichts anderes erwarten. Hat ganz ordentlich gespielt in Fechter. Oh, da wird die Leistung noch kommen, da bin ich mir ganz sicher. Aber wie gesagt, wenn man so lange Zeit außer Gefecht war, dann braucht man auch ein bisschen, um wieder reinzukommen. So, bei Trier Alekpe wieder auf dem Feld. Und Justin Raffington, der sich direkt mit White duelliert. Jetzt hat er ein bisschen Platz gelassen, aber White mit dem Schrittfehler. Zur Erklärung. Im amerikanischen Basketball darf man erst einen Schritt machen und dann dribbeln. Auf dem ganzen Rest der Welt muss man erst dribbeln und dann den Schritt machen. Also viele Amerikaner haben damit ein bisschen Probleme mit der Umstellung. So eben auch White. Deswegen dabei bei Trier. Eggelsen. Schöner Pass auf Raffington, der gegen White. Schöner kurzer Jumper von Alekpe. Alekpe jetzt mit 6 Punkten. Und Trier verkürzt auf 2. White. Kovacevic wieder White. Also White, den müssen die Trierer jetzt in den Griff bekommen. Der macht, was er will. Auf beiden Seiten des Courts. Ganz starke Vorstellung von Devin Joseph White. So, Eggelsen geht, Kilian Dietz kommt. Hat seine Rückenverletzung, ein Bandscheibenvorfall, oder Bandscheibenvorfall ist übertrieben, seine Bandscheibenverletzung überstanden. Ein sehr mannschaftsdienlicher Spieler mit der Nummer 8, Kilian Dietz, der letztes Jahr in der Regionalliga gespielt hat und immer stärker wird auf Trierer Seite. Soweit verschießt den Freiwurf. Fuß von weit. Das heißt, wenn ein Spieler den Ball mit dem Fuß berührt, also absichtlich, dann wird Fuß gepfiffen. Es gibt Einwurf und neue 14 Sekunden auf der Shot Clock. Herrera. Alekpe mit dem weiten Dreier von Downtown. Hat er Glück, dass er bald den Rebound nicht unter Kontrolle bekommen hat. Der Ball springt ihm von der Hand ins Aus.
Wenn der Ball am Ring war, neue 14 Sekunden für Trier. So, jetzt Raffington. Da muss Raffington mit aller Macht zum Korb gehen, denn ein adäquates Rezept wäre es, White jetzt ein paar Fouls anzuhängen. Denn der dominiert im Moment auf Heidelberger Seite. Den müsste man in Foulprobleme bringen. White verlegt den Rebound. Die Trierer schlafen. Drei Mann sind nicht in der Lage, den Rebound zu holen. White holt ihn. Und Würzner schließt ab. So, die Heidelberger, es wurde ja eben gesagt, auch mit einigen Abgängen in dieser Saison. Zuletzt noch Markus Neid, ein absoluter Leistungsträger, nach Jena gewechselt ist, obwohl er erst im November kam. So, hören wir mal rein, was Marco van den Berg seinen Jungs zu sagen hat. Hey man, we just gotta yell from the guards. Hey, we gotta be there. No matter if we got a shooter on us, we gotta be there. On the other side, not tough. How many rebounds do you have? Let's go. Ich muss sagen, ich habe nicht viel verstanden von dem, was Marco van den Berg gesagt hat. Sei es drum, Trier mit 6 hinten. Da muss jetzt was kommen von den Gladiatoren. So, Heidelberg verteidigt über das ganze Feld. Mit der Konsequenz, dass er Alekbe den Ball wegwirft. Missverständnis zwischen Alekbe und Smith. So, Trier verteidigt auch über das ganze Feld. Aha. Also beide mit offenem Visier. Schöner Pass auf White. Und da sah ein bisschen nach Schrittfehler aus. Seistum verlegt den Korbleger. Wie antwortet Trier jetzt? Mit über die ganze Zone zu Alekbe. Der trifft sein Dreier nicht. Die Trefferquote muss besser werden bei Trier. Da beißt die Maus der Faden ab. Hier ist im Moment alles andere als gut. Würzner verlegt den schwierigen Korbleger. Da war aber auch Körperkontakt dabei und Spearman. Mit dem freien Dreier. Spearman trifft. Und der Heidelberger Coach fordert sofort eine Auszeit, die er auch bekommt. So, Trier wieder auf drei ran. Ein offenes Basketballspiel. Sie sehen das auch so hier. Noch relativ entspannte Mienen der Trierer Fans. So, hören wir in die Auszeit rein und wenn bei wem. Gut, im Moment nicht. Da haben wir die Heidelberger Bank. Also hören wir mal, was Heidelberger Coach seinen Jungs mit auf den Weg geben wird. Gut,
Coach Ignajatovic hat in erster Linie Laufwege aufgezeichnet auf seinem Taktikboard, die dann zum freien Schuss vorzugsweise auf der Weakside führen sollten. Also, Weakside kann man natürlich nicht schießen, das, aber über die Weakside arbeiten. Viel mehr habe ich nicht verstanden. Also gehört. Ball bei Trier. So, bei Trier auf der 1, jetzt mit der 9, mit der Nummer 9 Simon Schmitz wieder. Spearman und Schmitz im Backcourt. Kilian Dietz, Raffington unten, schöner Pass, schön gesehen von Spearman. Schöner Pass auf Raffington, der macht den Wurf aus der Nahdistanz gegen zwei Mann. Schöne Aktion von Trier und wir haben ein Punktespiel. Mit dem vergebenen Dreier. Foul gegen Trier beim Rebound. Und Trier mit Mannschaftsfouls. Das heißt, ab jetzt oder jetzt schon wird bei jedem Foul geschossen, unabhängig davon, ob es in der Wurfaktion ist oder nicht. Also bei jedem Foul gibt es zwei Freiwürfe für Heidelberg. Bei jedem Trierer Foul selbstredend. So, Würzner macht seine Freiwürfe. Darf auf die Bank zur Belohnung. Und Heidelberg führt mit rein. Ball bei Ahe Legbe. Der tanzt seinen Mann aus, nimmt den freien Wurf, verfehlt. Kilian Dietz mit dem Rebound. Wird gefoult bei der Rebound-Aktion. Das würde einen Wurf an der Grundlinie geben. Da Heidelberg noch keine Mannschaftsfouls hat, die sind erst bei dreien. Und das Foul war beim Rebound und nicht in der Wurfaktion. So, Stimmen. Verliert den Ball, vielleicht ein bisschen zu eigensinnig die Aktion. Und Smitten bei Heidelberg gegen Schmitz. Kovacevic, der gegen Ajelegbe. Und gut fällt mit dem Ball ins Aus. Kann passieren. Da haben wir nochmal die Einblendung. Wie gesagt, Kritik, Anregung, Fragen oder was Ihnen so einfällt. Bei Twitter an OK54. Wieder mit Raffington. Die Shotclock läuft langsam ab. Raffington muss den nehmen. Spearman. Noch in der Zeit war der Ball am Ring. Kilian Dietz mit dem Rebound. Das zählt genau mit dem Ablauf der Shotclock. Hat der Ball von Spearman den Ring berührt. Da gab es neue 14. Dietz verwandelt den Rebound. Und Heidelberg mit dem nächsten Fehlpass. Kuhn hat den Ball nicht unter Kontrolle bekommen. Christian Kuhn mit Nummer 50, 2,8 Meter groß. Mit der Nummer 58, Entschuldigung. Herr Legbe. Nah am Offensivfall. Irgendwie kommt der Ball von Spearman
über Abwehrspielerberührung zu Aelekpe. Der staubt ab, würde man im Fußball sagen. Und Trier führt mit einem. Schmitzen tanzt Schmitz aus. Schöne Aktion. Nach der Täuschung. Bin verwandelt von Smithen. Smithen jetzt mit 5 Punkten. Kilian Dietz gegen Kurt. So, das Foul gegen Heidelberg ging gegen Kuhn. Sein drittes persönliches, das heißt, der wird jetzt auf der Bank Platz nehmen. Denn beim 5. persönlichen Foul ist das Spiel für den Spieler beendet. Deswegen völlig klar, dass Kuhn jetzt auf die Bank geht mit 3 Fouls in der ersten Halbzeit oder im zweiten Viertel. Schmidt mit dem Dreier. Schöner Rebound von Raffington. Verfehlt, holt wieder den Rebound. Und diesmal versenkt er ihn. Startaktion von Justin Raffington, der mittlerweile bei 6 Punkten ist. Foul von Raffington, sehr zum Unmut der Trierer Zuschauer. So, Schmitz geht, Smith kommt. Also, Smith für Schmitz. Smithen an der Freiwurflinie. Gleicht aus. Noch 50 Sekunden in dieser Halbzeit, in diesem zweiten Viertel. Wir haben das erwartete enge, im Moment noch ausgeglichene Spiel. Smithen bringt sein Team in Führung mit einem. Geht auf die Bank. Für ihn kommt Nägele. Smithen bei 7 Punkten angelangt. Aelekpe für Trier. Heidelberg weiterhin in der Mann-Mann-Verteidigung mit der Balleroberung. Das Foul geht gegen Trier. Gegen Aelekpe. Das wird 2 Freiwürfe geben. Für Albert Kuppe, der mittlerweile bei 5 Punkten angelangt ist. Jetzt macht er 6 draus. Bleibt bei 6 Punkten für Kuppe und bei der 2-Punkte-Führung für Heidelberg. 32 Sekunden noch zu spielen, 17 auf der Shotclock für Trier. Also Heidelberg wird wahrscheinlich um den Ballbesitz kommen. Der Wechsel von Schmidt, die Einwechslung von Schmidt hat sich bezahlt gemacht. Schmidt mit dem Dreier. Trier führt mit einem, noch 16 Sekunden. Wer nimmt hier die Führung mit in die Kabine? Ist ja mental auch ein Vorteil, wenn man mit der Führung in die Halbzeit geht. Kuppe mit dem Dreierversuch. Trier ein bisschen schlampig im Rebound. Ball bleibt bei Heidelberg. Eine Sekunde zu spielen. Eine Sekunde noch auf der Uhr. Also das muss jetzt ganz schnell gehen auf Heidelberger Seite zur Information. Die Uhr fängt erst an zu laufen, wenn der Spieler im Feld den Ball berührt. Also nicht, wenn der Einwurf gemacht wird, sondern erst, wenn der Spieler im Feld den Ball berührt. Und wenn der Ball in der Luft ist und die Sirene kommt, zählt er trotzdem, so wie hier. Das war ein Airball von Zunetsovic. Und Trier geht mit einer 1-Punkte-Führung, nämlich 39 zu 38, in die Halbzeitpause. Es ist, wie ich sagte, das erwartet enge Spiel. Es geht ja auch um einiges. Kann sich Trier auf die Playoff-Ränge schieben? Kann sich Heidelberg dort festsetzen?
2 Punkte trennen die beiden Teams. Ich gucke jetzt ein bisschen aus dem Augenwinkel, ob der Chris, Chris Schmidt einen Interviewpartner hat. Noch ist er auf der Suche. Im Moment belagert er Kurt Pfannenberg. Ich glaube, er hat ihn gestellt. Jawohl. Chris Schmidt und Marco Pfannenberg. Auf geht's, Chris. Ein sehr intensives, sehr intensive erste Halbzeit, die wir hier gesehen haben, auch mit vielen taktischen Finessen. Die Zone hat ein bisschen Probleme bereitet. Wie hast du das Spiel gesehen? Also es ist ein gutes Spiel, ein richtiges Spiel um eine 4-Punkte-Position in die Playoffs. So, ich finde, es geht sehr gut. Wir müssen auch unsere bisschen mehr Freiwürfe verarbeiten. Wir sind zu abhängig von dem Distanzwurf, aber okay. Wir versuchen zu Korb zu kommen und Dwayne hat ja die ganze zweite Viertel nicht gespielt, wir sind einer vorne, wir dürfen nicht klagen. Was wir brauchen ist, dass wir ein bisschen weniger diese Pick and Roll, dass das uns wehtut. Und das zweite ist, dass wir selbst offensiv nah am Korb kommen. Das ist geschehen. Und Ballverluste minimieren, oder? Ein bisschen mehr Fokus reinbringen, Konzentration. Ja, aber das hat mit junger Mannschaft einfach unter Druck, das gehört dazu. Wir haben nicht so viele Ballverluste. Alles klar. Okay, viel Erfolg für die zweite Halbzeit und damit zurück zu dir, Tom. Statistik jetzt hier 7. Okay, danke Chris. Zum Thema Ballverluste. Ich habe jetzt die Statistik hier auf Trierer Seite. 7 Punkte. 7 Ballverluste, Entschuldigung. Auf Heidelberger Seite 5 Ballverluste. Also das war relativ eng zusammen. Aber was mir sofort ins Auge springt, ich habe noch nicht die Zeit gehabt, mich jetzt richtig einzulesen. Ich habe sie gerade erst bekommen. Aber der Herr, der Bretter, Master of the Boards, der König der Lüfte in diesem Spiel, Justin Raffington mit 9 Rebounds, also mit großem Abstand der beste Rebounder in dieser ersten Halbzeit. So, jetzt gucke ich einfach mal weiter, wie die Trefferquote ist. Ganz schnell noch 57% bei den 2-Punkte-Würfen bei Trier, dagegen 50 bei Heidelberg, 31 bei den Dreiern bei Trier, 17 bei den Dreiern nur bei Heidelberg. Das ist nicht gut, alles andere als gut. Muss besser werden bei Heidelberg. Zumindest aus Heidelberger Sicht. Insgesamt 47% Field Goals, also Würfe aus dem Feld, 2er und 3er kombiniert. Auf Trierer Seite 43 bei Heidelberg. Gut, den Rest, 33% Freiwürfe bei Trier, ist natürlich grottenschlecht. Grottenschlecht, das muss man einfach mal sagen. 85% bei Heidelberg, das ist gut. So, nichtsdestotrotz, Trier mit einem Punkt in Führung. Uns erwartet eine spannende zweite Halbzeit. Und ich denke, wir haben jetzt die Highlights. Also ich frage jetzt mal die Regie, kommen die Highlights vom letzten Heimspiel? Prima. Also ja, dann viel Spaß mit den Highlights vom letzten Trierer Heimspiel. Ein schweres Spiel für die Gladiators Trier gegen Virgil Matthews, dem Schlüsselspieler und effektivsten Spieler der zweiten Basketball-Bundesliga, und Chemnitz, gegen das man im Hinspiel mit 27 Punkten verloren hatte. Der Beginn, der gehörte den Chemnitzern. Nach 4 Sekunden die ersten Punkte durch Nate Bass. Doch Trier kam vor allen Dingen in der Offensive gut rein in dieses Spiel. Der Dreier von Dwayne Evans, die erste Führung für die Gladiators. Trier bissig und aufmerksam in der Verteidigung. Der Steal und der Dunking von Jack Eggleston in einem Spiel, das früh Fahrt aufnahm und die Zuschauer mitriss. Zumal Trier auch weiterhin in der Verteidigung Gas gab. Der Stil von Kevin Smith und dann die leichten Fastbreak-Punkte von Seba Herrera. Die Gäste, sie blieben aber dran. Dank diesem Mann, Nate Bass. Unfassbare Anfangsphase, der lief sofort heiß, erzielte 11 Punkte in Serie und insgesamt 14, seine insgesamt 22 Punkte im ersten Viertel. Auf der Gegenseite wieder Jack Eggleston mit den Punkten trotz des Fouls. Das Spiel zu diesem Zeitpunkt völlig ausgeglichen. Es war ein regelrechtes Offensivspektakel, das sich den Fans bot. Seba Herrera hier mit dem schönen Zug zum Korb. Der 18-Jährige macht eine gute Partie gegen Chemnitz. Auf der Gegenseite die ersten Punkte von Virgil Matthews gegen die Shot Clock. Wichtiger Dreier für die Gäste. Dann aber Dwayne Evans mit der spektakulärsten Szene des ersten Viertels, mit den Punkten trotz des unsportlichen Fouls. Die schnellen Hände
von Wayne Evans und dann unnachahmlich auch dort dieses klaren und harten Fouls von Bass nicht am Korb erfolgt zu stoppen. Evans sollte in dieser Partie zum Schlüsselspieler werden für die Gladiators Trier. Die so weiterhin in Führung lagen, noch Bass wieder mal mit dem nächsten Dreier. Wie gesagt, 14 Punkte von ihm im ersten Viertel. Auf der Gegenseite dann zum Ende des ersten Viertels Kevin Smith mit seinen ersten Punkten für drei. Und dann hatte er nur noch knapp 4 Sekunden Zeit. Und so schnell kann es gehen. Smith mit dem Buzzerbeater zur umjubelten 31:23 Führung für Trier nach dem ersten Viertel. Und es ging gut weiter. Der nächste Dreier von Brandon Spearman. Auch der von der Bank sofort mit heißem Händchen. Auf der Gegenseite schöne Punkte. Hier der Zug zum Korb. Da war Trier einmal unaufmerksam in der Verteidigung. Wiggins nutzte diesen Platz trotz des Fouls aus. Auf der Gegenseite wieder Trier mit Benne Breiling und der ersten zweistelligen Führung. 40:29 Mitte des zweiten Viertels. Doch die Antwort, sie kam und sie kam von den Youngsters. Von Chemnitz. Zuerst Mixig für drei und wenig später auch Richter erfolgreich aus der Distanz. Trier so zur Pause nur noch mit 4 Punkten vorne. Rein in die zweite Hälfte mit den Punkten von Jack Eggleston. Und auf der Gegenseite die schönste Aktion der Chemnitzer, der Alley-Oop-Dunking von Martin Seifert. Der Bruder vom ehemaligen Trierer Kapitän Andy Seifert, der jetzt in der Bundesliga für Bayreuth spielt, tauchte jetzt auf, legte nach mit dem End-One. Schöne Punkte vom Center-Talent der Gäste. Die nachlegen konnten. Wieder Mixig, wieder für drei. Klasse Spiel vom 18-Jährigen. Erzielte insgesamt 14 Punkte in dieser Partie. Trier war jetzt gefordert. Und Brandon Spearman lieferte mit den Punkten trotz des Fouls zum Ausgleich. Doch insgesamt Chemnitz jetzt wacher. Wieder zu leichte Ballverluste, zu leicht den Ball hergegeben. Und dann ist das natürlich einfache Sache für Wiggins. Und Mixig legte wieder nach für drei. Die Gäste plötzlich 7 Punkte in Führung. Rein ins letzte Viertel. Trier in Rückstand. Chemnitz hatte die Partie gedreht, doch dann kam Keijo Ehalik. Er erzielte insgesamt 10 Punkte im letzten Viertel. Und Kevin Smith legte nach zum umjubelten Ausgleich. 73 beide. Alles offen Mitte des letzten Viertels. Wieder die Führung für Chemnitz. Wieder Bass für drei. 78:75 aus Sicht der Gäste. Und dann kämpfte sich Dwayne Evans in den Vordergrund. Hier mit den wichtigen Punkten zur knappen Führung der Trierer. Und Evans war dann auch der spielentscheidende Mann dieser Partie. Denn er erzielte jetzt 7 Punkte für Trier in Folge. Das die spektakulärsten. Unfassbar, wie er hier die Körperkontrolle beherrscht und trotz des klaren Fouls erfolgreich abschließen kann zum End-One. Dwayne Evans, Topscorer mit 24 Punkten. Das letzte Aufbäumen. Matthews nochmal für drei. Ansonsten stark abgemeldet in der Trierer Defense. Der wichtigste Mann. Und das war die Entscheidung. Ein toller Assist von Keijo Ehalekpe zu den einfachen Punkten von Kilian Dietz. Trier zog weg. Da war der Dreier von Buster nur noch Ergebnis Kosmetik. Unter dem Strich war es ein verdienter 91:84 Sieg für die Gladiators Trier. Die Revanche für die klare Hinspielniederlage gegen Chemnitz also geglückt. Und Trier jetzt punktgleich mit dem Tabellensechsten auf Playoff-Kurs. Dank der bis dato besten Saisonleistung. So kann es weitergehen. Kevin Smith. Ja, ich denke, wir haben ein Spiel auf hohem Niveau gesehen und auch ein gutes Spiel selber gezeigt. Ich meine, das Hinspiel tat immer noch weh, das vergisst man nicht so einfach. Und deswegen wollten wir sie unbedingt schlagen. Und da sind wir froh, dass es auch geklappt hat. Die Gladiators rufen sich also rein ins Jahr 2016. 3 Siege in Folge. Jetzt geht's zum Spitzenteam nach Vechta. So, wie es langsam Usus ist in der Halbzeit, schon in den letzten Spielen. Kleine Plausch mit Chris Schmidt. Seines Zeichens, ich sag's immer wieder, Basketballkommentator bei Telekom Basketball, also ich sag mal so der Nummer 1 Moment im deutschen Basketball im Fernsehen. Also ein Mann, der wirklich Ahnung hat, der weiß, was hier Sache ist, auch nur der Hallensprecher hier und hat den Stream letztes Jahr, die letzten Jahre kommentiert. Also da haben wir einen echten Basketball-Experten. Ich lege auch Wert drauf, falls die Handtasche im Bild ist, dass sie nicht zum Chris gehört.
Wieso? Die steht mir doch ganz der gut, oder? Die Dame vom Kampfgericht, ja. Oder? Gut. Björn Harmsen übrigens, früher bekannt gewesen, der heutige Trainer von Jena. Das, er hatte auch immer so ein Techchen. Ich weiß gar nicht, ob er das heute noch hat. Aber wir schweifen ab. Also in erster Linie mal Chris, deine Einschätzung zur ersten Halbzeit. Es ist das erwartet intensive Spiel. Ich hätte mir von Trier ein bisschen mehr Struktur erwartet. Also Helekbe enttäuscht mich ein bisschen. Also wenn ich da klare Worte finden darf, der muss einfach aus dem Quark kommen. Bei Simon Schmitz ist klar, da weiß ich, die Nervosität schon zu sehen. Vor allen Dingen bei dem Airball, den er da geworfen hat, aus der vollkommen freien Dreierposition. Aber der wird kommen, da mache ich mir wenig Sorgen. Ansonsten muss man aus Trierer Sicht sagen, dafür, dass sie gar nicht so auf dem höchsten Level gespielt haben, kann man zufrieden sein. Man führt mit einem Punkt und vor allen Dingen die Rebound-Arbeit gefällt mir gut. Justin Raffington macht einen richtig guten Job, der hat schon 9 Rebounds zur Halbzeit. Man hat insgesamt 10 Offensiv-Rebounds, also man geht nach. Man hat aber allerdings wieder gemerkt, also sie haben dann Übungen umgestellt auf Zonenverteidigung. Das hat Trier dann Schwierigkeiten bereitet, weil eben die Dreier nicht so gefallen sind. Ja, ja. Und da sind sie ein bisschen abhängig gewesen, wie auch der Coach das schon gesagt hat, in der ersten Halbzeit 31% Dreierquote. Das ist auf jeden Fall ausbaufähig. Das auf jeden Fall. Auch die Freiwurfquote 33% bei Trier. Obwohl, es ist gar nicht so dramatisch, wie es sich anhört, weil es war nur 3 Dreier. Also einmal 100%ig von Evans. Einen von einem, das war ein Bonusfreiwurf. Habe ich drei gesagt, Freiwurf, es waren nur 3 Freiwürfe. Und Raffington mit 0-2, 0-2. Also ist, man muss sagen, es sind wenig Freiwürfe für eine Halbzeit. Ja, ne? Und es liegt aber daran, weil auch das hat der Coach ja bemängelt im Halbzeitinterview, dass sie eben sich zu sehr auch darauf verlassen, ne? Dass sie gegen die Zone dann, ich glaube, es gibt nur eine einzige Szene, die mir in Erinnerung ist, wo sie in der Zone gegen die Zonenverteidigung Raffington gefunden haben, in Korbnähe. Ansonsten immer sind sie da auch auf ihren Dreier dann auch gegangen, haben den Ball um die Birne rumgepasst und entsprechend da auch halt nicht so getroffen, dass man da auch weiterhin dieses Mittel dann auch nutzen hätte sollen. Ja, ich denke vor allen Dingen White, der ja, ich sag mal, das Spiel ziemlich dominiert hat in der ersten Halbzeit auf Heidelberger Seite, den hätte man mal ein bisschen Foulprobleme bringen können, indem man eben den Ball zu Raffington gespielt hätte, der von White verteidigt wurde. Raffington hätte White mit zum Korb genommen und versucht, ihm die Fouls anzuhängen. So nimmt man einen Scorer auch aus dem Spiel von einer Mannschaft, aber da müsste man tatsächlich ein bisschen flexibler werden, ein bisschen mehr in and out, also ein bisschen mehr von draußen schießen, ein bisschen mehr den Ball reinbringen und gut penetriert sind sie häufiger, aber häufig, das ist mir aufgefallen, abgebrochen. Also wenn der Kontakt kam, hat man den Ball nochmal rausgepasst, statt wirklich dann zum Korb durchzucrashen, Foul zu suchen oder Korbleer zu machen. Ja, du hast auch Devin White angesprochen. Ich meine, der Topscorer der Gäste mit 10 Punkten kam auch relativ spät in die Partie im zweiten Viertel. Dann richtig stark gewesen. Und ich glaube auch, dass Dwayne Evans das bessere Matchup aus Trierer Sicht gegen ihn ist. Wir sehen ja hier die Topscorer. Smith noch mit 7 Punkten. Und auch Christian Kuhn, der hatte 7 Punkte sogar in Folge gemacht. Und seine Mannschaft da wieder reingebracht. Also ich glaube, dass Dwayne Evans ein Faktor werden kann. Er hat hier fast das gesamte zweite Viertel gesessen wegen seiner Foul-Problematik. Hatte 2 Fouls früh. Und ja, allein er mit seiner Athletik, weil Raffington hat ein bisschen Schwierigkeiten gehabt mit dem ersten schnellen Antritt von White. Er ist ein bisschen athletischer, ein bisschen schneller auf den Füßen. Ist ja auch gelernter Power Forward und ja, ich glaube, dass Evans da ihm sowohl in der Offensive als auch in der Defensive da mehr Probleme bereiten könnte. Könnte ein Schlüssel für Trier sein zum Sieg. Denke ich auch. Also Fazit auf jeden Fall, wie Chris das auch schon gesagt hat. Es läuft noch nicht rund bei den Trierern, aber trotzdem eine Ein-Punkte-Führung. Das macht eigentlich Mut für die zweite Halbzeit. Ich denke, wir werden ein wirklich spannendes, hart umkämpftes Spiel wiedersehen hier, denn es geht ja um einiges. Ja, die Ausgangslage ist klar, wir haben sie mehrfach angesprochen. Hinspiel nur mit 2 Punkten verloren aus Trierer Sicht. Es ist der Tabellen-7. Wenn man also mit mehr als 2 Punkten heute gewinnt, dann ist man auf jeden Fall, dank dem direkten Vergleich, auf einem Playoff-Platz. Das ist das Ziel der Mannschaft. Entsprechend hoffe ich, und es in einer Minute wieder losgeht, dass sie jetzt richtig Gas geben und das Ding hier nach Hause bringen. Hi. Aus Trierer Sicht. Chris, dann musst du wieder zurück an den Arbeitsplatz. Viel Spaß. Lass die Handtasche hier, ne? Die gehört der jungen Dame. Die wollte ich jetzt eigentlich mitnehmen, ne? Nee, ist deine, ja? Okay. Die gehört der jungen Dame, die schon drauf wartet, den Platz hier einzunehmen. Alles klar, Chris, vielen Dank. Wir sehen uns nachher noch, ne? So, gleich geht's hier weiter. Noch 45 Sekunden in der Halbzeit. Dann beginnt, in der Halbzeitpause, dann beginnt die Halbzeit. Eine Nachricht aus einem ganz anderen Feld, sage ich jetzt mal hier für die Fans, die vor unserem Livestream oder vom Fernseher sitzen und sich dem Handballfinale entziehen. Ich kenne nur den Halbzeitstand, das junge deutsche Team führt gegen Spanien mit 10-6 zur Halbzeit. Ich weiß nicht, wie es jetzt steht, also wie gesagt, Halbzeitstand 10-6 beim Handball-EM-Finale in Polen. So, zurück zum Basketball.
trotz Handball-EM-Finales 2107 Zuschauer heute in der Trier Arena. Das ist, wenn ich mich recht erinnere, die zweithöchste Zuschauerzahl in dieser Saison. Das ist ordentlich, wenn man das Konkurrenzprogramm, wie gesagt, das Konkurrenzprogramm der Handballer bedenkt. Klasse, ausbaufähig, klasse. Und dann die Big Green-Aktion, die Trierer hier durchführen. Das heißt, für jeden Fan, der in grün gekleidet kommt, mit einem grünen Hemd, nicht komplett grün, oder einem grünen Kleidungsstück, einem grünen Shirt, Hemd oder Pullover, gibt es eine Spende an den Basketball-Nachwuchs. So, jetzt spielt nicht der Nachwuchs, sondern die Großen. Überall Legbe, Smith, Raffington mit dem Block, Smith zu Herrera, der tankt sich durch zum Korb, legt ab auf Smith, der hat den freien Dreier, verlegt, Heidelberg mit dem Rebound. Ist auch wichtig, wer hier jetzt besser in die zweite Halbzeit kommt. Smithson gegen Smith. Da ist ein echter Zungenbrecher, das Duell. So, White gegen Raffington unterm Korb. White verlegt den einfachen Hook, kriegt den Rebound. Zweimal lässt er sich so eine Chance nicht entgehen. Heidelberg mit einem vor. Raffington, Smith, Evans im Posting ab gegen Kuppe. Schöne Bewegung, schöne Täuschung, schön verwandelt. Trier wieder in Front. Also ich denke, ich prognostiziere mal, Evans könnte durchaus der Faktor in dieser zweiten Halbzeit werden. Während White weiter punktet. White jetzt bei 14 Punkten. Das ist mehr als ordentlich. Wenn man bedenkt, dass die zweite Halbzeit gerade erst begonnen hat. Den muss man irgendwie stoppen. Auf Trierer Seite. Herrera gegen Kuppe. Smith mit dem Dreier. Den trifft er. Smith jetzt bei 8 Punkten. Gute Partie des jungen Oldenburgers. Und wie hast du es mit gegen Smithson? Moving Pick von White für meine Begriffe, aber nicht gepfiffen von den Schiedsrichtern. Also White hat sich beim Block bewegt. White gegen Smith, das ist natürlich ein Mismatch, aber solange es an einer Punktlinie stattfindet, ist es egal. So, White avanciert hier langsam zum Alleinunterhalter. Schöner Dunking von Justin Raffington. Gegen White. Damit hat Raffington die Halle wieder auf die Beine gebracht. Viel mehr die Zuschauer in der Halle. Und Kuppe für Heidelberg. 6 Sekunden auf der Shot Clock. Vacevic mit dem vergebenen Dreier. Evans mit dem Offensivfoul. Sehr zum Missfallen der Trierer Zuschauer. Evans drittes Foul. Und Evans muss auf die Bank wegen der Foulbelastung. Schade. Kann man mal pfeifen. Hätten wir auch andersrum pfeifen können, aber kann man durchaus. Das ist immer strittig. Offensivfoul ist immer strittig. Aber ich will hier nicht von der Fehlentscheidung sprechen. Das konnte man wirklich so pfeifen. Da ist er ein bisschen wild in den Verteidiger gestürmt. So, ich weiß nicht, ob es eben angekommen ist. Nochmal die Zuschauerzahl 2107. Trotz Handball-EM-Finales zweitbeste Zuschauerzahl in dieser Saison. Das ist ordentlich, wenn man das Konkurrenzprogramm bedenkt. Heidelberg mit dem vergebenen Dreier und Trier überall legte. 4 Punkte Führung für Trier. Smith gegen Smithson, schön durchgesetzt von Smith. Schöne Aktion. Smith mit einem wirklich bombigen Spiel bisher. 10 Punkte. Und damit zusammen mit Evans Topscorer. So, jetzt gucken wir mal in die Auszeit. Auf Trierer Seite, denke ich.
Ja, die Auszeit ist von der Gegnerseite, klar, von Heidelberg, aber wir hören mal rein bei Trier, denke ich. Das war gemeint. 245. Justin is in the paint, NBA defense basically. So mix up the looks. But on Smiths and Tree, keep going over. Your man, I don't know. Just mix it up. Come on, guys. But if you put them on your left hand. Come on, Ed, he's sharp right now. One thing, if you don't have a breakdown on both sides, attack the weak side, not the safe side. Remember that. Yep. Come on, we sharp right now again. Another one. Okay, die Trier Gladiatoren, gut gerüstet, verteidigen über das ganze Feld gegen Heidelberg. Ja, das ist der Versuch, Smithen früh zum Abspiel zu zwingen und dann zu versuchen, zu verhindern, dass er nochmal den Ball bekommt. Kuppe gegen Jack Eggleston. Zuschauer fordern 3 Sekunden. Durchaus verständlich. Fehlwurf von Heilberg. Schöne Ball zurückerobert von der Heilekpe. Wird gefoult. Von Kovacevic. Zweites Foul gegen Kovacevic. Also noch nicht dramatisch. Beide Teams sind jeweils eine Mannschaftsfoul. Für Eggleston. So, vielleicht sollte man Eggleston mit der 23 auf dieser Seite mal ins Posting ab und dann Korb schicken. Gegen Kuppe, das könnte ein Mismatch sein, dass er ihn einfach mit zum Korb nimmt. So, Reffington wieder mit dem Rebound. Ball bleibt bei Trier. 14 Sekunden. Reffington in Bedrängnis, verliert den Ball. 6 Punkte Führung für Trier und Heidelberg auf dem Weg zum Versuch, diese Führung zu verkürzen. Schöne Aktion von Rockmann. Allerdings verfehlt. Eggleston auf dem Weg zum Korb, verlegt. Relativ armer Korbleger. Allerdings mit Foul. Das wird 2 Freiwürfe für Eggleston geben. Trotzdem, so Dinger muss man machen. Ein 3-Punkte-Spiel draus machen. So viel Berührung war da nicht. Schmidt geht, Schmitz kommt. Eggleston vergibt den ersten. Eggleston bei 0 Punkten, das ist deutlich zu wenig. So, jetzt am ersten Punkt, Jack Eggleston. Da muss noch ein bisschen mehr kommen. Genau wie von Spearman, der erst bei 5 Punkten ist. Also da ist noch Luft auf der Seite. Schmitz gegen Würzner, freigeblockt von White. Würzner gegen Reffington. Schön durchgesetzt, schöner Korbleger von Würzner. Reffington gegen Kuppe.
Legpe. So, Reffington, jetzt nimmt den Weidmann mit zum Korb. Reffington verliert den Ball auf dem Weg zum Korb. So, der Sprungballpfeil zugunsten von Heidelberg. So, Dustin Reffington verlässt das Feld. Kilian Dietz kommt. Und hier haben wir nochmal eingeblendet für Kontaktaufnahme mit uns, für die Kontaktaufnahme mit uns. Hashtag OK54. Sprechen Sie mit uns, schreiben Sie uns was. Kritik, Anregung, Lob. Wir sind für alles empfänglich. Also Hashtag OK54 bei Twitter. So, Simon Schmitz mit seinem zweiten Foul. Im Moment auf der Point Guard Position. Smithson kriegt die Pause. Foul gegen Schmidt, sein drittes. Ich denke, da wird jetzt der Wechsel kommen. Ja, da fehlt vielleicht auch noch ein bisschen die Geschwindigkeit auf dem Bein. Das ist klar, nach so einer langen Pause. Da muss man ein bisschen Geduld haben. So, noch lässt Vandenberg Schmitz auf dem Feld. So, unten das Duell White gegen Dietz. Da White will das ausnutzen. Tut er auch, allerdings verschießt er den kurzen Jumper. Die Runde geht an Dietz. Und Trier mit Herrera. Ahe Legpe. Dietz. Lötzner mit dem Stil auf dem Weg zum Korb, macht den Korbleger und Vandenberg fordert die Auszeit für Trier. Und Heidelberg auf drei ran. Für Trier jetzt mit ein paar einfachen Turnover, also Ballverlusten, da muss man wieder ein bisschen konzentrierter werden. Und ich höre gerade... You have to get open on that fucking back door. But you can't go like this. I'm gonna pass. Play freaking basketball. Yeah. Hey, they're ready to die. Now stop thinking and play hard. If the post is open, hit him and be fucking aggressive with it. All you do is be fucking aggressive with it. It's only a foul. When you get a kick out, be fucking aggressive with it. Let's go. Get this stop here. Go. Oh, it's our ball, eh? One down. One down. Hey, take your time. Let Joe get angles. So, you're rubbing off, right? Yeah. Start deep. Yeah. Okay? In. Wait, just sit on the gas, great. Let's use Joe. Hey, Joe. Use Jack. Let me set the hammer. Yeah. Okay. So, also, in erster Linie hat Marco Vandenberg mehr Aggressivität gefordert von seinen Spielern. Das war relativ unmissverständlich, unterlegt durch ein paar diesbezüglich heftige englische Termini, sage ich mal. Also aggressiver werden, weniger denken, härter spielen. Und apropos hart spielen, 15-9, habe ich eben gehört, ist der Zwischenstand in Polen für die deutschen Handballjungs. So, zurück zum Basketball, Ahe Legpe zu Eggleston. Die Trierer verlieren zu viele Bälle im Dribbling in der Zone. Ja. Glück für Trier, dass der Pass ungenau kam. Den hat Rockmann nicht unter Kontrolle bekommen. Trier über Dietz. Also Heidelberg gelingt es im Moment auch nicht, aus den einfachen Trierer Fehlern Kapital zu ziehen. Elektro war fast schon durch, er war ja schon durch zum Korb, einfach nur noch reinlegen, nicht ablegen. Ballverlust auf Trierseite. Schönes Pick and Roll mit White. Der verlegt, also im Moment auf beiden Seiten, jede Menge Unkonzentriertheit. Das geht weiter, Schmitz verliert den Ball gegen Würzner. Der verkürzt auf einen Punkt.
Birmen Gegengruppe, verschießt den Dreier. Dann bin auf beiden Seiten ein recht verkrampftes Spiel. Würzner wird gefoult beim Foul. Wenn das Foul von Schmitz war, dann war es ein viertes. So ist es. Foul gegen Schmitz. Jetzt kommt der Wechsel. Smith für Alekpe. Doch kein Wechsel. Schmitz bleibt, also kein Wechsel. Schmitz, der bleibt auf dem Feld. Da will ihm Coach Vandenberg offensichtlich Spieltag geben. Spielpraxis geben. Würzner zum Ausgleich. Den zweiten lässt er liegen. Nichtsdestotrotz, guter Auftritt hier in der zweiten Halbzeit von Niklas Würzner. Schön gespielt von Spearman auf Eggleston. Der verlegt wird, gefoult, aber da gilt dasselbe wie eben. Den muss man eigentlich machen, trotz Foul. Sei es drum, zwei Freiwürfe für Eggleston. Eggleston bringt sein Team mit einem in Führung. Airball beim zweiten, das sieht man auch nicht alle Tage, zumindest nicht in diesen Ligen. Airball beim Freiwurf. Obwohl. Ich meine, ich habe von dir Andre Jordan, von den Clippers, diese Saison schon mehr als ein Airball von der Freiwurflinie gesehen, was allerdings nicht zu Lobpreisungen führte. Also beim nächsten Mal schon Jack Eggleston ein bisschen konzentrierter beim Freiwurf. Weiter geht's. Schrittfehler gegen Heidelberg. Im Moment ist es ein sehr zerfahrenes Spiel. Sehr unkonzentriert auf beiden Seiten. Also man merkt schon, dass es hier doch um einiges geht. Ich denke mal, die Mannschaft, die zuerst Linie findet, kann sich hier einen entscheidenden Vorteil erarbeiten. Smithson ist zurück auf dem Feld. Genau wie Wiedemann. Der zur Gruppe kommt. So, und Trier mit dem Versuch, die Führung etwas auszubauen. Mit gegen Würzner ist. Spearman mit Pech beim Korbleger, dass der nicht gefallen ist. Der Ball bleibt bei Trier, neue 14 Sekunden, da der Ball den Ring berührt hat. So, Kuppe ist natürlich noch im Feld. Rausgegangen ist eben Rockmann. Eggleston mit dem Dreier, ganz schön mutig, nach dem Airball beim Freiburg jetzt den Dreier zu schießen. Hat auch nicht so richtig geklappt, Ball bei Heidelberg. Schöner Block von Kilian Dietz. Gegen Wielmann. Und die Trierer lassen die einfachsten Dinger liegen in dieser Phase. Das kann sich bitter rächen. Also statt einer deutlicheren Führung für Trier, nun ein Punkt Vorsprung für Heidelberg. Also da muss man sich mehr konzentrieren. Also bei 3 gegen 0 beim Fast Break, das Ding nicht im Korb zu versenken, das ist schon Kunststück. Das ist schon ein Kunststück. So, Mund abwischen, weitermachen, Gladiatoren.
White und Evans behaken sich da unten im Posting ab, wirklich ohne Ende. White Sieger beim Rebound gegen Evans. Kuppe mit dem verheerenden Dreier. Ein neuer Versuch für Heidelberg. 7 Sekunden auf der Shot Clock. Smithen mit dem kurzen Jumper gegen Smith. So, Alekte. Schön durchgesetzt gegen zwei Mann. Nimmt er jetzt wieder in die Hand. Bisher ein bisschen unauffällig für seine Verhältnisse, aber man kennt das ja. Irgendwann nimmt der Bursche dann das Spiel in die Hand und leistet dann entscheidende Beiträge. So, nächste Auszeit. Quatsch, Auszeit. Natürlich Viertelpause. Weiter geht's mit dem vierten Viertel. Heidelberg mit 1-0 im Front. Und wenn man wissen will, warum, gibt es eine einfache Erklärung. Ich schaue mir gerade das Scouting an. Trier mit 7 Turnover. Turnovers heißt es ja nur in diesem Viertel. 7 Turnovers hatten sie auch in der gesamten ersten Halbzeit. Auf der anderen Seite Heidelberg mit 2 Turnover, das macht natürlich einen Unterschied. Freiwurfquote 43% bei Trier, unterirdisch 80% bei Heidelberg. Und in der Dreierquote trifft hier, spielt hier Not gegen Elend, 26% Dreierquote bei Trier und 11 Ausrufezeichen, 11% Dreier auf Heidelberger Seite. Das ist auf beiden Seiten alles andere als gut. Biermann mit dem Dreier, den trifft er. Und Trier mit 2 im Front. So, Viertel, enges Spiel. Jetzt sind Helden gefragt. Akademische Helden oder Helden bei den Gladiatoren. Oh, Schrittfehler von Wiedemann. Das hatten wir doch schon in der ersten Halbzeit. Genau dieselbe Aktion. Also irgendeiner sollte ihm das mehr erklären, dass man mit dem Ball in der Hand nicht einfach hochspringen darf und dann wieder landen darf. Irgendwie versteht das auch nicht. Also. Gut, aus Trierer Sicht kann er so weitermachen. Wieder mit Spearman. Faster Turnover, Rettungsaktion von Smith. Heilegte muss schießen. Ja, nur noch 1,5 Sekunden auf der Uhr waren. So, Trier hat es nicht gelungen, innerhalb der Shot-Clock-Begrenzung von 24 Sekunden den Ball ins Spiel zu bringen, in den Korb zu bringen oder dass der Ball zumindest den Korb berührt, sodass Heidelberg im Ballbesitz ist. Über Smithen, tanzt zwei Mann aus. Verschießt den Zweier. Von meinen Begriffen war das mit an seiner Hand dran bei dem Schuss. Da hätte man noch durchaus faul pfeifen können.
So wird Foul gegen Heidelberg gegeben. Gegen Würzner, sein erstes. Aber Würzner 11 Punkte bisher auf dem Konto bei Heidelberg. Zweitbester Scorer. Ganz ordentliche Partie. Alekpe wird geblockt beim Drive zum Korb. Heidelberg mit dem Fast Break. Ballverlust Heidelberg. Ballverlust Trier. Smith mit dem Dreier. Das war nix. Steffens mit dem Rebound. Also, da Evans wird geblockt von White. Also hier ist was los. Oh, Schiedsrichter entscheiden, Einwurf Heidelberg. Mehr als fragwürdig der Pfiff, aber gut, sei es drum. Wechsel, Vacevic kommt für Wiedemann. Frank Wiedemann, dem kann sein Trainer gleich mehr erklären, dass in die Luft springen mit Ball und wieder landen nicht gilt in diesem Sport. Da verliert man den Ball. Würzner weit versucht, die Frei zu blocken. So, dann lässt man weiter Mutterseel allein stehen. Der kriegt den Ball, verwirft den einfachen Korbleger. Spearman verwirft den nächsten relativ einfachen Korbleger. Also, jetzt liegen die Nerven offensichtlich auf beiden Seiten blank. Foulschiff. Gegen Albert Kuppe. Der ist recht überrascht. Da hat er wohl Evans beim Posting Up gefoult. Also Posting Up heißt, Evans hat sich unterm Korb positioniert, um den Ball zu bekommen, um das Mismatch auszunutzen. So, Einwurf Trier. Neue 14 Sekunden auf der Schussuhr. Jetzt kriegt Evans den Ball gegen Kuppe und macht das Ding. So war es geplant, so soll es gespielt werden, so funktioniert es auch. Zusätzlicher Foulpfiff. Wieder gegen Kuppe, der jetzt mit seinem dritten. Das ist jetzt natürlich das Rezept. Weiterhin Evans ins Posting-Up gegen Kuppe schicken. Entweder der fault ihn und dann verliert Heidelberg innerhalb von zwei weiteren Fouls einen wichtigen Spieler. Oder er lässt die Finger weg und dann hat man den einfachen Korbleger. Also das muss jetzt das Rezept sein. Das Posting up, Evans gegen Albert Kuppe. So, Würzner gegen Spearman. Schöne Bewegung von Würzner. Da hat er Pech, Ball tanzt raus. Treffington mit Rebound Nummer 125. Ich weiß es nicht, bin mal gespannt auf die Statistik. Ende des dritten Viertels hatte er 10 Rebounds. Treffington mit 10 Rebounds, wie gesagt. So, Alekpe verwirft. Evans mit dem Rebound. Ja, da verliert er den Ball. Ob das so ganz sauber war, ich weiß es nicht. Egal. Würzner mit dem Schrittfehler. Die Schiedsrichter sehen es anders als ich. Aber da war mit Sicherheit ein Schritt zu viel. Soll seine Leistung nicht schmälern. Bringt sein Team auf 3 Punkte ran. Smith. Pech von Dreier und wieder Würzner, der ist im Moment überall auf Heidelberger Seite. Da hat er Pech. Ganz sauber war das wahrscheinlich auch nicht von der Trierer Defense. So, die Gladiators nehmen eine Auszeit. Es bleibt das enge Spiel, das erwartet enge Spiel. Nur was jetzt auffällt, bei beiden Mannschaften scheint die Nerven relativ blank zu liegen. Abends Timeout.
screen. Both of you duck in, throw it in, take it strong and draw a foul, okay? It's still about making plays now, guys. This rebound is sloppy. Are you tired? Because you didn't really sprint back. They had a fast break here. What happened again? But hey, this is about making plays. You can't go one hand and lose it. Layups, it's about making plays now. But guys, they're layups. They're wide open. Kevin's open three, wide open. Now just be strong with the ball and make plays, you win the game. So, if we don't run a play, it's secondary. Reverse it. Down screen. Both of you seal. Throw it in. After that, go run plays again. This. Down. Down works. But we still need to draw fouls, guys. Also, Hertha im Ballbesitz. Hertha bei den Drives zum Korb. Und Hertha in der Defense. Das ist das Härteprogramm, das Coach Marco Vandenberg seinen Jungs jetzt eben verordnet hat. Da die neue Nachricht oder weitere Nachricht aus Polen. Unsere Handballjungs führen kurz vor Schluss 22-13. Das ist überdeutlich. Das müsste wohl reichen zum Europameistertitel. Gratulation. Super, super Leistung dieser blutjungen Truppe. Da wächst was heran. Natürlich, die, die Handball geguckt haben, haben ihren Spaß. Die, die sich für Basketball entschieden haben, hier in der Halle oder an den Fernseh- oder Computerschirmen, haben ein deutlich spannenderes Spiel, das sie verfolgen können. Hier ist noch nichts entschieden. Schmidt sucht den freien Mann, wieder Evans gegen Gruppe, verliert den Ball auf dem Weg zum Korb und Smithson. Müssen trifft den Mitteldistanzjumper und wir haben ein Punktespiel. Welcome back in the game, Heidelberg. Also das Spiel, da lege ich mich fest, wird eindeutig über die Nerven entschieden. Wer zuerst wieder ein bisschen Ordnung findet, ein bisschen konzentrierter ist, der wird hier als Sieger vom Platz gehen. Spielmann setzt ein Ausrufezeichen mit einem Dreier. Wir sind jetzt bei 11 Punkten. Smithson gegen Smith. Und Kruppes Antwort. Dreier. So, ja, der fast 40% Quote über die Saison. Ist klar, dass der jetzt versucht, gegenzuhalten. Birmin Ayelegbe mit dem Dreier. Ayelegbe trifft. Auf einmal legen die hier los wie die Scharfschützen auf beiden Seiten. Man kann sagen, das Spiel wogt hin und her, tatsächlich. 5 Euro ins Phrasenschwein, mir egal. Ayelegbe. Gegen Kuppe. Der tanzt irgendwie mit dem Ball ins Aus. Alles andere als zufrieden. Aber weit verlässt das Feld, kriegt ein Päuschen. Und Würzner. Die werden beide sicher noch zurückkommen. Riedemann, Trent Riedemann kommt zurück. Und Maximilian Rockmann. Sowieso von Spearman Pech. Raffington beim Rebound. Heidelberg im Ballbesitz. 3:18 auf der Uhr. 4 Punkte Vorsprung für Trier. Das hier geht wieder an die Nerven. Wie immer, zumindest in diesem Monat, bei den Heimspielen. Raffington mit dem gefühlten 150. Rebound. Ayelegbe auf dem Weg zum Korb. Also,
Da muss man nochmal Foul pfeifen. Das pfeifen die Schiedsrichter. Erstmal Auszeit für Heidelberg. So, im Moment haben wir eine Diskussion des Heidelberger Trainers mit dem Kampfgericht. So, aber was haben die Schiedsrichter gepfiffen? Ich weiß es immer noch nicht. Naja, warten wir die Auszeit ab. Dann sind wir schlauer. So, jetzt schauen wir mal, wie es weitergeht. Ich habe versucht, kurz von den Schiedsrichtern zu erfahren in der Auszeit, aber ist mir nicht gelungen. Ich gehe mal davon aus, dass auf Einwurf Trier entschieden wurde. Also irgendein Heidelberger war noch am Ball, als Spear mit gegen zwei, drei Mann zum Korb gezogen ist. Ich denke, es wird Einwurf Grundlinie für Trier geben. So, so ist es. Spielen mit dem Einwurf. Zwei Legte. 10 Sekunden auf der Schattler. Heilicke verliert den Ball gegen Kovacevic. Starke Defense-Aktion des Kroaten. Er will es jetzt wissen, nachdem er den Ball eben verloren hat. Oi, oi, oi. Also, das sah aus auf beiden Seiten wie Pleiten, Pech und Pannen. Aber irgendwie landet der Ball im Trieser Korb. Und wir haben ein ausgeglichenes Basketballspiel. Lassen sich die Gladiatoren jetzt hier die Butter noch vom Brot nehmen? Sieht ganz so aus im Moment. So, er ist unzufrieden. Warum, weiß keiner außer ihm selber. So, Trier wechselt. Evans, Alekto verlassen das Feld. Schmitz und Eglitzen kommen. Mutiger Wechsel, würde ich mal sagen. So, Deutschland ist Handball-Europameister, Revanche gegen Spanien geglückt. Glückt hier den Gladiatoren die Revanche gegen Heidelberg für das verlorene Hinspiel. Birmin Schmidt wird beim Dreier geblockt. Also jetzt geben sie es schon leichtfertig weg, alles hier. Smithson. Im Moment das Momentum bei Heidelberg. Auch das nötige Quäntchen Glück, das man manchmal braucht. So wie hier. Kuppe verlegt, Wiedemann pritscht den Ball, so würde ich es mal nennen. Das Tippen war fast zu weit weg in den Korb. Er rollt rein. Ganz wichtige Punkte. Da macht er seine zwei Hüpfeinlagen, die zu Schrittfehlern führten. Wieder Wett. So,
Kommando zurück offensichtlich bei Trier. Schmitz und Eggleston sind wieder draußen. Und Evans und Heilig sind wieder drin. Also. Kurzer Einsatz für Schmitz und Eggleston. Ein Angriff und eine Abwehraktion. Ich wollte Marco Vandenberg, Evans und Heilig für zwei absoluten Leistungsträgern einfach nur ein paar Sekunden Verschnaufpause geben, damit sie für die Schlussphase fit sind. Trier mit zwei hinten. Evans, Egen, Albert Kuppe, wie gehabt, wie angesprochen eben, und Evans verwandelt zum Ausgleich. Trier hat das Mismatch gesucht. Und Evans hat Albert Kuppe mit zum Korb genommen und verwandelt. Der kann ja auch nicht mehr verteidigen, wie er will. Seine Vorbelastung. Trier mit dem Ballgewinn. Und Rockmann mit dem Foul. Viertes Mannschaftsfoul gegen Heidelberg. Null Fouls in diesem Viertel bisher gegen Trier gezogen. Das hier würde ganz heiße Tänzchen. Ganz heiße Tänzchen. 54 Sekunden ausgeglichenes Spiel. Evans auf dem Weg zum Korb. Spearman mit dem Rebound. Und verwandelt ihn. Wichtige zwei Punkte. Aus der Heidelberg. 47 Sekunden vor Schluss führt Trier mit zwei. Der Ton in der Auszeit ist nicht so dolle, also müssen Sie mit mir wieder Vorlieben nehmen. Die Halle steht im Moment Kopf, also wieder mal, muss man klipp und klar sagen, ich denke, keiner, der heute gekommen ist, wird das im Nachhinein bedauern. Unsere Handballjungs sind Europameister, prima, ein spannendes Spiel war es wohl nicht, aber hier, das hier ist wieder mal ein echter Krimi, echte Feinkost für die Zuschauer, wenn auch nicht unbedingt Basketball. Moment zum Genießen, aber ein Kampfspiel. Ein einfaches Kampfspiel. Hier entscheiden die Nerven. 47 Sekunden. Noch zu spielen. Zwei Punkte Führung Trier. Heidelberg im Ballbesitz. Mit der Möglichkeit auszugleichen oder mit einer Führung zu gehen. So, weit Ostseit. Jetzt gab es in der vierten Hälfte. Eingeworfen. Heidelberg mit Kovacevic beim Einwurf. Smithson gegen Ayalekpe. Bockmann gegen Spearman. 9 Sekunden auf der Shotclock. Smithson verlegt den Korbleger. Helfing mit dem Rebound. Und Kuppe mit dem Foul. Rockmann mit dem Foul. Gegen Spearman. Und Spearman wird schießen. 25 Sekunden vor Schluss hat Spearman die Möglichkeit, die Trierer Gladiatoren mit 4 Punkten in Führung zu bringen. Und ich sag mal so, das würde es nicht unbedingt einfacher für Heidelberg machen. Aber wir wissen alle, 25 Sekunden sind im Basketball eine Menge, Menge Zeit. So, jetzt braucht Spearman Nerven. Spearman macht den ersten. Trier mit 3 in Front. Bisschen auch, ich meine, ich möchte hier nichts beschreien, noch ist das Spiel nicht gewonnen. Aber natürlich sollte man auch den direkten Vergleich im Hinterkopf haben. Das heißt,
wenn man die Möglichkeit hat, mit mehr als drei zu gewinnen, das auch zu tun. Aber hier ist noch nichts entschieden. Aber es muss schnell gehen für Heidelberg. 15 Sekunden, Dreierversuch von Puppe. Evans mit dem Rebound. Evans mit dem Rebound. Sprungball für den Schiedsrichter. Der Pfeil zugunsten von Heidelberg. Heidelberger Ballbesitz. 4 Punkte vor für Trier. 10 Sekunden zu spielen. So, natürlich ist das Spiel noch nicht entschieden, aber es muss jetzt schon wirklich optimal für Heidelberg laufen. Aber man spielt auch um den direkten Vergleich. Ich sag's nochmal, wenn Trier mit 3 Punkten oder mehr gewinnt, sind sie am Ende der Saison bei Punktgleichheit vor den Heidelbergern. Wenn sie mit weniger als 2 gewinnen, dann ist Heidelberg vorne. Aber erst muss man mal gewinnen. So, jetzt muss es schnell gehen. Puppe mit dem Dreier. Wildes Ding, Airball. 4 Sekunden. Brockmann verfehlt. Evans hat den Ball. Das Spiel ist entschieden. Trier gewinnt. Trier holt sich den direkten Vergleich gegen Heidelberg. Ein ganz, ganz wichtiger Sieg. Ein ganz, ganz großer Schritt in Richtung Playoff für die jungen Gladiatoren. Der 4. Heimsieg im 4. Heimspiel im Januar. Bravo, Gladiatoren. Der direkte Vergleich auch auf Trierer Seite. Nochmal, das Hinspiel wurde mit 2 verloren. Ganz wichtige Kiste hier. Und ich denke, keiner, der in der Halle war, wird es bereuen. Das hat Spaß gemacht. Das war wieder Spannung pur. Ohne den Handballern zu nahe zu treten. Hier war es spannender. Aber wow, Europameister im Handball. Die junge Truppe, wer hätte das gedacht? Der Sport schreibt uns die schönsten Geschichten. Und hier hatten wir heute auch eine tolle Geschichte. Die Revanche der Gladiators ist geglückt. Glückwunsch dazu. Ich gucke, ob Chris Schmidt irgendjemand zum Interviewen hat. Jetzt habe ich noch mal die Statistik vorher. Gucke ich mal kurz rein. Also Punkte. Eilig mit 13. Spier mit 15. Mit 10. Ordentlich. Heffington 8. Und 15 Rebounds. Bravo. 2 Punkte mehr und Heffington hätte Double-Double gehabt. Das heißt in 2 Kategorien. Zweistelligen Bereich, aber so nur, naja, nur 15 Punkte Bärenstark, 15 Rebounds Bärenstark, 8 Punkte. Evans 15, Herrera 5 Punkte, die 2 und Eggleston 2. Und Chris hat einen Interviewpartner, ich mache mit der Statistik gleich weiter. Mal gucken, wen Chris hat. Aha, Brandon Spearman. Chris und Brandon Spearman. Viel Spaß. Sich Brandon Spearman, you had clutch free throws today. I think that's not your biggest strength, but today they were in. Well, I mean, in the previous years I was really good at free throws. I just got to keep shooting them like I did in the previous years. But it was good. It was good. I ended up icing the game and we ended up getting the victory. Also er sagt, natürlich sind Freiwürfe nicht meine größte Stärke, aber ich muss sie einfach in den entscheidenden Situationen auch mal einlachen und das ist ihm heute geglückt. You won this game and you won also the direct thing against them. They won with 2 points in the first game, so you are at a playoff spot right now. Yeah, most definitely. We had to win this game to get a good seed in the playoffs. And we came out and we played hard, like it was a playoff game. And everybody on the team contributed, and it was a well done victory. Thanks a lot, and now celebrate with the fans. Vielen Dank an Brandon Spearman und er sagt, ja, das war ein unfassbar wichtiger Sieg für unsere Mannschaft. Wir mussten heute gewinnen, um auf einen Playoff-Rang vorzurücken. Es war ein sehr, sehr harter Kampf. Die Frage an den Heidelberger Trainer bleibt so ein bisschen, warum sie am Ende immer auf den Dreier gegangen sind. Hätten sie den Korbleger reingemacht, bei 4 Punkten Rückstand war es eh verloren, dann hätte Heidelberg, weil sie eben, nein, Quatsch, dann hätte Trier trotzdem, nee, ist alles richtig, was er gemacht hat. Trier hatte auswärts mehr Punkte erzielt. Ich war auf dem falschen Dampfer, also alles richtig gemacht aus Heidelberger Sicht, aber Trier mit dem Direktvergleich und damit auf einem Playoff-Platz. Ich bin fertig, man hört's, man sieht's, damit zurück zu dir, Tom.